Ja, grüße dich, herzlich willkommen zu einem neuen Weekend Flow. Und heute geht es um die sogenannte Rektusdiastase, also nach einer Schwangerschaft, wenn die Bauchmuskeln nicht mehr so richtig zusammenwachsen und es halt hier diesen Spalt gibt. Aber eins vorab, schalt jetzt nicht ab, wenn du denkst, ach, das interessiert mich jetzt ja nicht, ich bin ja nicht schwanger, ich kann auch nicht schwanger werden, weil ich ein Mann bin. Die Übung, die ich dir dazu zeige, also die ich jetzt gleich zeigen werde, die tut jedem gut, weil sie dein Gangbild positiv verändert und du danach viel geschmeidiger gehst. Und wenn du zum Beispiel mit dem Rücken Probleme hast, dann wird dir die Übung auch sehr gut tun. Wenn du Probleme mit deiner Hüfte hast, dann wird dir die Übung auch sehr gut tun. Oder wenn du zum Beispiel viel joggst, dann wirst du auch Probleme mit oft hier mit den Schambeinregionen haben, da zwickt es öfters mal, oder auch mit deinen Hüftbeugern. Dann, auch dann wird dir diese Übung, die ich dir heute zeige, richtig, richtig gut tun. Ich bin übrigens der Tobias von deine-faszien.de und das ist die Methode für mehr Lebensqualität. Also wenn du auf der Suche nach Übungen bist, die dein Leben verändern und nicht nur so tun und vorgeben, sondern die es wirklich tun, und da kannst du dir gerne mal die Kommentare unter den letzten Videos anschauen, vor allem das Kopfschmerzvideo. Da kriege ich teilweise sehr, sehr geniale E-Mails. Vielen, vielen Dank auch dafür. Und auch WhatsApp-Nachrichten von Menschen, die mir geschrieben haben: Ey Tobias, ich konnte es nicht glauben, aber ich habe Kopfschmerzen gehabt. Ich habe mich dazu ermutigt, die Übungen zu machen, die du da alle präsentierst. Und danach ist es mir deutlich besser gegangen. Die Kopfschmerzen sind weniger geworden. Manche haben mir sogar geschrieben, die Kopfschmerzen sind weggegangen. Und das einfach nur wow. Was will ich dir damit sagen? Dass das, was ich dir hier präsentiere, wirklich Hand und Fuß hat. Auch wenn die Übungen teilweise total bekloppt aussehen und total verrückt aussehen, mach sie und du wirst die Magie dieser einzigartigen Faszienübung an dir selber erleben. Sie sind einzigartig, weil ich sie selber konzipiere. Ich habe keinen Guru, den ich folge, sondern ich entwickle sie selber auf Grundlagen der aktuellen, ja, Faszienforschung. Und zum Beispiel das Kopfschmerzvideo ist halt so entstanden, weil ich halt vor kurzem bei Dr. Robert Schleip einen Vortrag, einen Online-Vortrag mitgemacht habe, und da wurden halt neue Facts präsentiert. Und oft ist es dann so, dass man gewisse Puzzleteile daraus nimmt und die dann mit seinen Erfahrungen verbindet und dann weiß, ah, da kommt das her. Ich habe zum Beispiel die Entdeckung gemacht in den Videos oder halt generell, dass halt mir Menschen, die Kopfschmerzen haben, berichtet haben, vor längerer Zeit schon: Ey, Tobias, durch deine Übungen sind meine Kopfschmerzen viel weniger geworden. Aber ich habe es halt nie mit meinen Übungen so direkt in Verbindung gebracht. Und ich habe halt auch nie gezielt was für Kopfschmerzpatienten oder für kopfschmerzgeplagte Menschen getan. Und aufgrund dieser neuen Erkenntnisse war mir sofort vieles klar. Und das habe ich in diesem Video erzählt. Also, wenn dich das interessiert, schau da gerne mal rein. Aber ich wollte dir das nur erklären oder erwähnen, damit ich dir zeigen kann. Du kannst gerne mal auch andere Videos anschauen. Über 600 findest du auf diesem Kanal. Und schau dir die Kommentare darunter an. Von Menschen, die ihre Lebensqualität dadurch mit verändert haben zum Positiven. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt geht's direkt los. Also, Rektusdiastase. Da bin ich ja gefragt worden: Tobias, hast du da irgendwie noch eine Idee, was man da machen kann, wenn das nicht so richtig zusammenwachsen will? Und da muss man kurz auch mal, oder sei gesagt, ich will jetzt da auch keinen Vortrag halten, sondern ganz grob gesagt, alles, was hier vorne ist, gerade an Faszienstrukturen, verbindet sich im sogenannten Leistenband. So, nach einer Schwangerschaft oder nach einer Geburt auch, ist natürlich diese Region total verklebt, verfilzt, verspannt, was die Faszienstruktur angeht. So, und das kann ein Grund sein, warum der Bauch nicht richtig zusammenwachsen will. Weil einfach der Zug hier unten, das alles verklebt ist, die Muskeln davon abhält, wieder hier sich zusammenzuschieben. Und der fasziale Zug, der ist sehr, sehr hoch. Und wenn die Faszie, quasi das ist ja die Hülle von dem Muskel, den Zug nach unten hat, dann sorgt die dafür, dass die Muskeln nicht mehr so richtig zusammenschieben. Deswegen halt empfehle ich da auch unbedingt zu der nach Schwangerschafts- oder ja, wie nennt man das? Ja, Schwangerschaftsgymnastik beziehungsweise Rückbildungsgymnastik, so das Wort, das hat mir gerade gefehlt. Also Rückbildungsgymnastik sollte man sowas meiner Meinung nach auch immer mit einbauen. Also nicht nur die seitlichen Bauchmuskeln trainieren, damit das zusammenschiebt. Wie gesagt, viele Frauen, da passiert das leider nicht. Und dann leiden die darunter. Und das ist, wie gesagt, der Hintergrund, wenn man halt die Faszienanatomie dazu sieht, wird das mit ein entscheidender Faktor sein. Ja? Deswegen folgende Übung.
Du nimmst jetzt mal deinen rechten Fuß und stellst ihn vor die linke Ferse, sodass die Innenseite nach vorne zeigt. Jetzt nimmst du mit dem rechten Fuß, machst du so mehr als eine Schrittlänge zur Seite. Und jetzt wichtig, der Oberkörper bleibt gerade nach vorne gezeigt und jetzt schiebst du hier das Becken noch hoch. Und jetzt hast du hier schon so eine leichte Spannung. Jetzt gehst du hier auf dein Standbein in die Beugeposition. Jetzt ist der Zug hier noch höher. Achte darauf, dass du nicht nach da wieder drehst, sondern dass der Oberkörper gerade nach vorne zeigt, damit hier im Leistenband die Spannung erzeugt wird. Und jetzt nimmst du den linken Arm schräg nach oben, machst du erstmal so eine Stech- und Drehbewegung nach hinten. Und der rechte Arm geht da mit hinterher und schiebt auch immer so rüber. Zwei, dreimal rein. Jetzt gehst du kurz, nimmst den Druck wieder weg, dass das Gewebe kurz nachgeben kann. Und jetzt gehst du wieder da rein. Uff, uff. Und wieder. Uff, uff, uff. So, das ist aber noch nicht alles. Es kommt noch was dazu. Der Fuß, der nach außen zeigt, also mein rechter Fuß, der arbeitet auch noch mit. Und der macht so eine Wippbewegung und zieht hoch. So hier. Uff, uff. Also er geht hoch und schiebt nach vorne die Fußspitze. Ja? So. Uff, uff, uff. Und die ganze Zeit hier das Becken aufgerichtet halten. Ich zeige das mal von der Seite. Hier, bam, ja, und die ganze Zeit gerade bleiben, beziehungsweise nach der entgegengesetzten Seite von dem Bein, was nach außen steht, wegdrehen. Damit wir die fasziale Züge, die ja diagonal verlaufen, weil die sind wichtig, damit das wieder zusammenwachsen kann, die lockern, sodass der Muskel da nicht so eingeengt wird. Ja, so hier. So, das machst du. So 10 Mal pro Seite, dann natürlich die andere Seite. Ja, das gleiche Spiel hier. Becken aufrichten. Wenn das gemacht wurde, dann gibt es die zweite Übung. Beide Fersen auf einer Linie, Knie nach außen schieben. Jetzt auch das Becken wieder hier aufrichten. Und jetzt die Arme nach oben schieben und das Steißbein runter zum Boden bringen. Und hier. Und dann verdrehst du dich hier. Aber achtest auf das Becken, dass es hier aufgerichtet bleibt. Ja? Ich weiß, es ist sehr anspruchsvoll von der Koordination her, aber dann wippst du zwei, dreimal nach und gehst kurz wieder hoch. Und dann wieder zwei, dreimal nach und wieder hochgehen. Du kannst dich gerne auch irgendwo festhalten, das am Stuhl machen. Ja, empfehlenswert, zieh eine lockere Hose dabei an, keine enge Hose. Ich habe jetzt den Fehler, dass mein Boxershort ein bisschen enger anliegt und ich deswegen hier ein bisschen eingeschränkter bin. Normal würde ich noch tiefer kommen. Hoch und wieder runter. Ja, und dann hier so zwei, dreimal nach und schön hier die Knie nach außen schieben, dass hier der Zug entsteht. Und immer mit die Arme nach oben strecken. Damit wir die faszialen Züge, die sich im Leistenband vereinigen, richtigen Zug drauf kriegen, damit die sich danach entspannen. Das ist halt ganz wichtig. Und was ich dann noch für eine Empfehlung gebe, Becken aufgerichtet lassen und jetzt mal in den aufgerichteten Zustand mit Arme nach oben gestreckt so ein bisschen gehen. Und wieder zurück. Und dann halt wieder runter und wieder hoch. Das alles miteinander kombinieren. Und dann merkt man, dass sich das danach auch hier freier anfühlt. Also auch Menschen, wie ich das am Anfang des Videos gesagt hatte, die Probleme hier in der Leiste haben, die vielleicht auch einen Leistenbruch hatten. Natürlich dann erstmal ein bisschen vorsichtig daran gehen, aber selbst denen tut das richtig gut und sollten diese Übung machen. Vor allem, wenn sie ein Netz eingesetzt bekommen haben. Da wuchert alles richtig und verklebt und verfilzt. Und das kann halt auch richtig Schmerzen auslösen. Und deswegen sollte man da wirklich auch das Gewebe beweglich halten. Und das schaffst du mit so einer Übung. Und gerade hier mit den Becken und mit den Schambeinen das aufzurichten, wieder locker zu lassen, das macht man halt kaum noch. Und wenn man da halt alles verfilzt und verklebt hat, dann verfilzt und verklebt sich das halt noch extrem weiter. Deswegen mach diese Übung. Und
Wenn du die Übung gemacht hast, dann merkst du, dass auch dein Rücken sich viel, viel freier anfühlt. Und jetzt beim Gehen und wenn du jetzt joggst, fühlt sich das viel, viel besser an. Okay, wenn du Fragen hast, kommentiere hier. Schreib deine Frage in den Kommentar einfach rein. Ich werde dazu antworten. Ich werde auch immer Videos zu Kommentaren machen, so wie jetzt auch dieses Video ist ja daraus entstanden, weil es eine Frage war, die unter einem Video gestellt worden ist und ich dann geschrieben habe, ja, da mache ich ein Video zu. Weil mir ist es wichtig, das habe ich in den einen oder anderen Video auch schon mal erwähnt, ich will nicht einfach hier mein Ding durchbringen, sondern ich will auch eure Anliegen mit aufnehmen in diesem Kanal. Und deswegen schreibt ruhig eure Fragen da rein. Und wenn ich das für die Allgemeinheit für interessant finde, mache ich ein Video dazu. Aber eine Antwort bekommst du von mir auf jeden Fall. Ja? Aber wie gesagt, wenn die Frage relevant für möglichst viele, die hier bei YouTube immer dabei sind, auch vielen, vielen Dank dafür, dass ihr immer auch schön folgt und hier Daumen nach oben macht. Das finde ich echt genial. Und das ist halt mein Dankeschön, dass ich euch halt auch diesen Mehrwert liefere und biete. Und das auch so bleibt. Okay, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, schönen Sonntag noch und am Mittwoch gibt es dann wieder den 1-Minute-Beweglichkeitsflow. Bis dahin, ciao, dein Tobias.